Ich bin nicht dick, ich habe nur schwere Knochen. Heute beschäftigen wir uns wieder mit unserem Lieblingsthema Body Positivity und wir reagieren auf eine Funk-Doku. Diskriminiert wegen Übergewicht. Let's go! Auf dem Weg zu einem Routinetermin bei einem Neurologen. Was ein normaler Arztbesuch sein sollte, kostet Katrin Jorn meist viel Überwindung. Deshalb hat sie sich heute freigenommen. Ich nehme mir diesen Tag frei, weil ich einfach schon viel schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Ärztinnen und dass ich da beschämt wurde oder Ärztinnen, sie gendert, meine Freunde. Das heißt, wir wissen, worauf wir uns einlassen. Und dass sie ernsthaft von einem Arzt diskriminiert wird, bezweifle ich an der Stelle. Aber wir hören uns das mal neutral an. Kam und einfach nicht behandelt wurde oder ich musste kämpfen um meine Behandlung und darauf stelle ich mich innerlich schon auch immer ein. Ein Beispiel, das für sie besonders einschneidend war, der Besuch bei einer Neurologin. Sie erlitt in der Praxis eine Panikattacke, was zu erhöhtem Blutdruck führte. Die Reaktion der Ärztin war unerwartet. Sie war der Ansicht, dass ich chronisch hohen Blutdruck habe, weil ich dick bin. Ja, ich bekomme auch Bluthochdruck, wenn ich mir solche Dokus ansehe. Denn ganz ehrlich, die Ärztin wird schon wissen, wovon sie spricht. Und ja, dass starkes Übergewicht Bluthochdruck verursachen kann, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Und versteht mich nicht falsch, wir reden hier nicht von 5 Kilo Übergewicht, sondern, keine Ahnung, 20, 30 Kilo? Und ich habe ihr gesagt, das kann nicht sein, weil mein Hausarzt das überprüft. Also ich weiß, wie mein Blutdruck normalerweise ist und es ist ärztlich verbrieft, dass alles in Ordnung ist. Aber sie hat mir das nicht geglaubt. Naja, die Frage, die sich hier stellt, wann hat ihr Hausarzt das festgestellt? Vor einem Monat, vor 10 Monaten? Das Ganze kann sich ja verändern. Glück hat Katrin einen neuen Neurologen gefunden. Aber trotzdem ist die Angst da. Auch wenn sie dem Arzt vertraut. Ich bin immer vorbereitet darauf, dass ich vielleicht kämpfen muss, dass ich meine Behandlung einfordern muss, dass ich sagen muss, ja, Gewicht gut und schön, aber können wir jetzt bitte über die Beschwerde reden, weshalb ich hier bin? Naja, das Gewicht ist ja vielleicht die Ursache für die Beschwerde. Denn so starkes Übergewicht hat ja zahlreiche Nebenwirkungen bzw. gesundheitliche Folgen. Extrem anstrengend. Nicht der Gang zum Arzt, sondern dass ich mir davor quasi schon einen Schlachtplan für alle möglichen, was könnten jetzt für Vorwürfe, Ablenkungsmanöver, Beschämungen kommen. Okay, dass sie das Ganze hier Beschämungen nennt, finde ich ein bisschen krass. Ich glaube nicht, dass es dem Arzt darum geht, sie zu schämen, sondern sie eher auf ihr Gewicht aufmerksam zu machen, dass sie daran arbeitet, jetzt unabhängig wegen was sie da ist. Einem Arzt sollte es ja darum gehen, dass du gesund lebst, und kann dir vielleicht Tipps mitgeben. Ihr Termin bei dem Neurologen ist in 30 Minuten. Wird sie auch heute wieder Vorwürfe oder grenzüberschreitende Fragen hören? Grenzüberschreitende Fragen? Darf jetzt ein Arzt keine Fragen mehr stellen? Also der muss ja gewisse Sachen abfragen, um eine Diagnose zu starten. Meter weiter an der Charité kennt der Oberarzt Dr. Rakow an der Adipositas-Zentrum diese Erfahrung gut. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Die Patienten, die zu ihm kommen, haben oft viele Diskriminierungserlebnisse gemacht. Dick macht dick gleich dumm, dick gleich in irgendeiner Form unbeweglich, faul. Aber vor allem auch sowas wie dick gleich selber schuld. Das wird ihnen ganz, ganz häufig vorgeworfen. Gerade vor allem im Gesundheitsbereich sehe ich das insgesamt sehr, sehr kritisch, weil es vor allem auch eine reale und vernünftige Behandlungsform für diese Patientinnen und Patienten verhindert, weil eben auch ihnen dieser Zugang zu dieser Behandlung verbaut wird, wenn es aus dem Gesundheitsbereich her gar nicht verstanden wird. Medizinisches Personal müsse besser geschult werden. Und auch in der Bevölkerung brauche es mehr Aufklärung, fordert der Arzt. Denn Übergewicht und Adipositas seien krankhaft. Betroffene bräuchten eine medizinische Behandlung. Ich glaube, der Großteil der Übergewichtigen hat es selbst in der Hand, ob man sich mehr bewegt und sich jetzt bewusster mit der Ernährung beschäftigt. Und diejenigen, die wirklich aufgrund einer Krankheit stark übergewichtig sind, sind ja wohl eher die Ausnahme und nicht die Regel. Ernst genommen werden. Zurück zu Katrin. Wie war der Arztbesuch? Erstmal bin ich froh, dass es vorbei ist. Mir wurde Blut abgenommen. Damit war ich jetzt ein bisschen überrascht.
Aber trotzdem merke ich jetzt, wie so die Anspannung von mir abfällt. Also, dass ich doch immer noch extrem angespannt bin und ich jetzt so das Bedürfnis habe, mich einfach mal ein bisschen zu bewegen und irgendwie einen Spaziergang zu machen, um diesen Stress abzubauen. Mal tschüss. Überleg mal, du bist so übergewichtig, dass dich ein normaler Arztbesuch so heftig stresst, dass du erstmal einen Spaziergang brauchst, um runterzukommen. Aber da sollte man doch generell seine gesundheitliche Situation hinterfragen und vielleicht mal seinen Lifestyle verändern. Katrin hat gelernt, ihren Körper zu lieben und will auch andere Übergewichtige darin. Ja, und genau da ist das Problem. Du sollst eben nicht auf Social Media auf Body Positivity Influencerin machen und jedem erzählen, liebe dich genauso wie du bist, denn genauso bist du perfekt. Nein, du kannst dich so lieben wie du bist, ja. Aber du solltest das nicht schönreden, wenn du stark übergewichtig bist. Ich meine, du kannst dich trotzdem lieben, aber du kannst auch aktiv was an der Situation verändern oder wenigstens versuchen, etwas zu verändern. Stärken und auch aufklären, damit sie endlich sicher sein kann, dass ihre Beschwerden ernst genommen werden. Ja, wieder mal ein interessanter Beitrag von Funk zum Thema Body Positivity. Mich macht das Thema langsam fertig. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt. Ganz wichtig, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und abonniert den Kanal. Danke fürs Zuschauen.